Mario und Gumbrina fliehen vor dem Drachen Logard, doch dieser Rückzug soll nicht endgültig sein. So reisen sie zurück nach Rohlingen, in der Hoffnung, dort irgendwo die diebische Nagarine zu finden. Tja, nur von der Maus fehlt jede Spur. Im Untergrund von Rohlingen lässt sich Mario dann auch noch von einem geheimnisvollen Zauberer mit einem Zauber belegen und er hat keine Ahnung, was dieser Zauber bewirkt. Na, ob das mal kein Fehler war. Auf zu Logards Burg, die dritte. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Paper Mario und die Legende von Dirty Against Nine und die Legende vom Äonentor. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Was wollte ich sagen? Und willkommen? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Egal, legen wir los. Machen wir weiter. Kann ich irgendwie rein? Der Stein sieht irgendwie kaputt aus. Vielleicht können wir uns das später ducken oder sowas. Ich weiß noch nicht. Also, wir waren hier so mal im Blütenwald, haben wir einen Abstecher gemacht. Auch in der Hoffnung, ob wir die Nagarine finden. Aber auch die haben wir hier nicht gefunden. Können wir mit ihm nochmal reden? Bonjour, mademoiselle. So eine schöne Tag. Non, non, nicht du, Monsieur Schnerzer. Ich rede mit der süßen Mademoiselle hinter dir. Jetzt habe ich den Dialekt. Mademoiselle, sprich mit mir, nicht mit diesem dummen Monsieur. Egitt, du bist nicht mein Typ, such dir eine andere. Oh la la, wie direkt und so wundervoll, energisch. Ha, ich bin begeistert. Ich werde mich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los, Mario, lass uns still von hier verschwinden. Hui, hui. So, dale. Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal ins Bett schlafen. Guten Tag, ich hätte gerne mal eine Nacht. Willkommen im Totthaus. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 5 Münzen dich ein wenig ausruhen? Natürlich, ja. Weil vielleicht ruhen sich dann auch meine Sprachskills wieder aus. Ich liebe schon ein bisschen länger auf. Und? Gut geschlafen? Dann gute Reise und komm wieder gerne vorbei. Mach ich. Mein nettes Hotel. Nur ich hasse es, dass ich ständig von allen NPCs immer beobachtet werde beim Schlafen. Alle Gasthaus-NPCs beobachten einen. Das ist dezent gruselig. Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Mega. Jetzt weiß ich, was ich gesehen habe, wo ich hin wollte. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ich bin schneller. Mist. Also, ich hatte doch noch ein Abzeichen gesehen, wo ich überlegt habe, wie ich rankomme. Ich weiß jetzt wieder, wo das war. In Logards Burg, beziehungsweise davor. Zeige ich euch gleich. Zeige ich euch gleich. Zeige ich euch gleich. Kommt einfach mit. Bleibt sitzen. Entspannt euch. So, wir sind jetzt schon bei 45, also knapp die Hälfte bis zum nächsten Level ab. Halt! Das nehmen wir gerne mit. So, können wir hier jetzt vorbeilaufen. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Muss er sich jeden Kampf mitnehmen. Wollte auch langsam mal ankommen. Also weiß ich immer noch nicht, was die Verzauberung gebracht hat und mit uns gemacht hat. Weil Mario wurde nämlich verzaubert. Ich habe ja den Eindruck, es hat überhaupt nichts gebracht. Vielleicht müssen wir das aber auch nur ein paar Mal machen. Ein paar Mal investieren, bis irgendwas passiert. Ich weiß nicht. Also, willkommen in Logards Burg. Wir sind wieder zurück. Wir werden auch hier nochmal speichern. Und dann holen wir uns, da war nämlich noch ein Abzeichen, was ich gesehen habe. Dazu müssen wir nur hier runtergehen. Hier so rüberspringen, soweit wir können. Und dann Gumbrina versenken. Ah, das war nicht Teil des Plans. Kupio holt das. Was haben wir bekommen? Erhöht Marios Gesamt-KP um 5. Oh, okay. Sehr cool. Danke dafür. Gumbrina kann einfach nicht springen. Was mir an Skill fehlt mit dem Papierdings, fehlt ihr eindeutig am Springen. Mit dem Papierflieger so herum. Ach so, ich muss nach oben, ne? Ja, da war was. So. Weil genau, den dürfen wir jetzt einmal reinlatschen. Weiß, ich habe jetzt auch rausgefunden, also mir fällt es leichter, wenn der Flieger von links nach rechts fliegt, als wenn er von rechts nach links fliegt.
müsste man darauf achten. Wenn er von rechts nach links fliegt, würge ich ihn immer irgendwie ab, weil die Kamerasteuerung dann invertiert funktioniert. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Wir gucken, dass wir an möglichst vielen Kämpfen vorbeilaufen. Also, wir brauchen den Sprung. Ich nehme jetzt auch mal den Multisprung. Der überhaupt nichts bringt. Einfach gar nichts. Der lebt immer noch. Schmutziger Dreck. Nichts mit Schaf. Nein! Das habe ich nicht gesehen, dass der ein Item hatte. Der da hinten hat auch eins. Ach, Schitte. Ach, Schitte. Weil dann können die uns nämlich angreifen und Schaden machen. Dreckiger Mist. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Mann, wacht auf jetzt. Arsch. Scheiße. Ja, ja, genau. Hauptsache, hallo, wie viele Runden wollt ihr mich denn angreifen? Das ist ja jetzt ein bisschen unfair, oder? Am Arsch, Alter. Euch mache ich jetzt aber hier kaputt. So. Immer noch nicht erledigt. Das gibt's doch nicht. Bodenlos. Aber wir müssen zuerst den mit dem Item hier erledigen. Gut. Jetzt der Rest. Ich überlege fast, ob wir... Bei Mario geht es langsam echt schmutzig. Das hat uns so viel gekostet, ne? Ich glaub's ja nicht. Jetzt weißt du, was wir verzaubert wurden. Nein! Oh, Alter, ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Jetzt aber schnell. Alle anderen. Alles, was wir kriegen können. Zwei direkt am Anfang ist aber auch echt undankbar. Undankbar, es geht nicht mehr, ne? So, damit kann ich ein bisschen leben. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Friends. Gumbrina, sie wird ein bisschen Show machen, damit wir möglichst schnell das da wieder voll bekommen. Mario wird sich schlagen lassen. Was? Genau so. Jetzt weiß sie, womit die uns verzaubert hat. Ne? Wir haben Pech. Damit hat sie uns verzaubert. Dafür habe ich extra Geld ausgegeben, ich glaube es ja. Aber immerhin, es gibt 5 Punkte, jetzt haben wir die Hälfte schon zum nächsten Level-Up von Mario. Da werde ich unbedingt die Ordenpunkte aufbessern. Tja, wir können es jetzt nicht ändern. Wir können nur versuchen... Achso, da komme ich ja nicht durch, ne? Möglichst schnell an allem vorbeizulaufen... Stiller. Dreckiger Mist. So, die war es jetzt ganz normal umsäbeln. Okay, mal den. Sehr gut, Nummer 1. Ich glaube, wir werden... Aber die bringt bei denen nichts. Die Multikopfnuss bringt bei denen nichts. Pass auf, ich mache nochmal Show-Einlage. Weil vielleicht kriegen wir es dann jetzt voll. Siehst du, so sieht das aus. Und können das gleich nochmal einsetzen. Nein! Nein! Boah, knapp an dem Grünen vorbei, ne? Sieben für Mario, das ist richtig gut, das ist richtig gut, das ist richtig gut. So viele Blumenpunkte brauchen wir gar nicht. Gumbrina braucht auch nichts. So! Wir gehen auf...
Natürlich. Immer auf das Mädchen drauf. Ich glaube, es hackt. Theoretisch brauchen wir den Powerhammer eigentlich gar nicht. Der verbraucht nur BP. So, hat sich das schon mal erledigt. Okay, wir haben ihn doch gebraucht. Es hat uns was genützt. Und es gab 6 Punkte. Und mein Fuß schläft ein. So, eh der andere Bro da jetzt noch kommt und uns umnietet, geht's jetzt für uns schnell nach oben. Was macht der eigentlich? Boah, weiß ich gerade nicht. Boah, brauche ich den oben für irgendwas? Pass auf, ich hab's mir jetzt bestimmt safe verbaut. Aber das ist jetzt einfach so. Ich wechsle mal auf Kupio gleich. Ich weiß, oben haben wir auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Okay. Okay. So, dale. Wir brauchen jetzt Kupio auch erstmal noch ein bisschen, bis wir hier durch sind. Ich fürchte nur, dass wir hier jetzt gleich noch ein paar Gegner haben werden, bis wir da sind. Wir müssen uns auf jeden Fall... Ich wollte gerade sagen, das nutze ich jetzt mal sofort auf Anhieb. Aber haben wir damit auch Gumbrina aufgefüllt? Ah ja, okay, gut. Das füllt alle gleich auf. Das ist richtig gut zu wissen. Okay, gut. Dann geht es hier durch. Ja, es tut mir leid, dass wir diesen Weg jetzt nochmal laufen müssen. Warum ist sie nicht durchs Fenster? Du hast doch gesehen, was ich gemacht habe. Mensch, jetzt geht er. Bitte nicht aufstehen. Bitte. Oh. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Bis wir oben sind, sind wir tot. Mann. So, Nummer 1. Ich kann nichts anderes machen. Das ist richtig blöd. Pass auf, da machen wir die Show-Einlage. Damit wir es mindestens schnell wieder voll kriegen. Zack, genau jetzt nämlich. Nein! Jetzt setzt es ein! Oh, warte doch bis... Oh. Zauber reduziert Schaden um 3. Ja, weißt du, wo ich das gebraucht hätte? Oh, bei Logard. Das ist jetzt vergeudet für diesen Kampf, richtig? Safe. Unsere einzige Chance. Und dafür haben wir 50 Öcken bezahlt. Ohne Witz, ne? Boah, ich hasse es. Nur weil wir hier überall aufgehalten wurden auf dem Weg. Oh, ich könnte ja kotzen, ne? Mann. Aber wir können es nicht ändern, ne? Wir können es nicht ändern. Vor allen Dingen mit dem Hammer können wir bei dem jetzt gar nichts ausrichten, oder? Doch, können wir. Gut. Hätte ich nicht gedacht, weil er so niedrig geflogen ist. Dann holen wir die jetzt auch runter. Der hat nämlich auch ein Abzeichen. Oh, wobei. Pass auf, da machen wir die Multikopfnuss. Geil. Aber ich glaube, lohnt sich das jetzt schon? Nee, eigentlich nicht. Ärgert mich massiv, dass dieser Zauber jetzt schon vergeudet wurde, ne? Aber wir können es nicht ändern. Uns da jetzt zu ärgern, bringt nichts. Wir laufen weiter. Wir haben ein Ziel vor Augen. War doch hier, oder? Ich glaube, geh weg. Mann, ist aber auch ein Kackraum. Noch so ein weiter Weg. Und hier sind so viele. Thank you.
So, liegt der nämlich schon mal jetzt bewegungslos da. Haben wir halt nur zwei Gegner, die uns noch angreifen können. Was auch nicht gerade wenig Schaden macht, wohlgemerkt. Ich werde den jetzt hier ausschalten. Und wir gehen jetzt als erstes auf den hier. So, hoffentlich steht der andere... Ich wollte gerade sagen, hoffentlich steht er nicht auf. Und just in diesem Moment stand er wieder auf. Nicht mit mir. Weißt du, was ich jetzt mache? Es kommen ja jetzt noch ein paar Gegner. Wir werden den hier erstmal machen. Ich sehe nämlich gerade, unsere BP sind fast schon wieder alle. Dann hol die magische Karte raus. Pass auf, der Grüne. Ansonsten alles mitnehmen, was geht. Siehst du, einfach ganz viel abfeuern. Dann kriegst du auch alles, was du haben willst. Also gefühlt alles. Und auch das, was man nicht haben will. Aber es war gegen Ende. Das ist okay. Das hat sich richtig gelohnt. Mega. Gut. So. Jetzt komm mal du her hier auf Meter. Naja, sehen das positiv. Wir bekommen halt immerhin 6 Punkte. Das heißt, das Level-Up ist relativ nah. Ist vielleicht jetzt für den Moment auch gar nicht verkehrt. Also, wir brauchen Kupio. Das Problem ist, dass mich der jetzt halt gleich bekommt. Wir müssen das abpassen. Gut. Perfekt. Wenn wir jetzt runterfallen, weil ich den Flieger nicht hinbekomme... Boah, dann wäre halt auch scheiße, ne? Weil dann laufen wir safe dem Cooper da in die Arme. Also, gut anstellen heißt die Devise. Das sieht gut aus. Please open the door. Bitte öffne die Tür. 10 Ecken, Alter, ne? Das ist so ein Wucher. Einfach nur ein Wucher. Ich denke mal, dass man mit dem Lichtkegel irgendwas machen kann, ne? So wie er da ist. Aber vermutlich nur Augenfischerei, denke ich. So. Ehe uns das wieder abkackt. Also, hier haben wir den ersten. So, Erstangriff erfolgreich und vor allen Dingen Sprung. Ist auch richtig gut. Dann, Ladies and Gentlemen, werde ich hier jetzt mit dem Hammer auf... Ach, kann ich nicht. Dann muss ich den Sprung anwenden. Stimmt, mit dem Hammer. Ich kann... Springen kann ich auf jeden aus der Reihe. Nur... Ich nehme den jetzt mal. Nur mit dem Hammer kann ich immer nur den ersten von der Reihe. Warum auch immer. Vielleicht, weil er ausholen muss, damit sie nicht trifft. Ich weiß auch nicht. Eigentlich hätte ich den gerne mit seinem Zacken da oben auf dem Kopf jetzt ausgeschaltet. Aber was nicht ist, ist nicht. So, der ist schon mal weg. Das ist gut. Jetzt haben wir nur noch den Goomba, der uns auch eklig werden kann. Aber der wieder aufsteht, das brauchen wir jetzt auch nicht. Den brauchen wir jetzt auch nicht. So, die zwei werden schon genug Schaden noch machen. Gut, jetzt mit dem Hammer. Auf ihn hier. Denken wir daran, es gibt für den gesamten Kampf Punkte. Bis jetzt haben wir 4. Vielleicht 5 oder 6. Gucken wir mal. 5. Damit kann ich leben. Weiß jemand, wonach sich das richtet mit den Punkten? Wenn man besser kämpft, dass man dann mehr kriegt? Weiß das jemand? So, da wird jetzt auch safe angreifen. Ja. Wollte schon den Erstangriff machen, das hat nicht geklappt. Warum schläft mein Fuß ein? Ah, das gibt's auch nicht. So, da war man aber nicht konzentriert. Und der hat ein Pau-Dings, ne? Pau ist eklig. Weg damit. Der hat jetzt auch ein Item am Start. Ja, genau so. Aber plus 3? Das
heißt aber auch. Richtig so. So wollte ich das sehen. Das hat zwar uns auch Schaden gemacht, aber... Perfekt. Hol ihn schon mal runter von seinem hohen Ross. Mein Gott, bis wir bei Logart sind, ne? Oder wird's 10.000 epische Minuten? Wir hätten von vornherein nicht rausgemusst unbedingt. Aber wie gesagt, wir haben ja ein bisschen aufgelevelt. Und vor allem die Gumbrina hat jetzt auch mehr. Ah! Ist die Frage, wie oft taucht der jetzt noch auf, ne? Zauber verdoppelt Sternpunkte? Ach, das hätten wir bei Logart gebrauchen können. Ist halt die Frage, wie lange funktioniert der Zauber noch? Und was macht er immer wieder? Oh, mein Fuß schläft ein. Okay, wir sind fast da. Ich hoffe, dass wir da noch mal ein bisschen was auffrischen können. Ich glaube, ein oder zwei Gegner waren vorneweg noch. Ist halt die Frage, wie viele Wellen hat der Drache? Wenn er drei Wellen hat, wird es für uns aber auch kritisch, ne? But we will see. Yes! So. Ich weiß nicht, wie viele Kämpfe jetzt noch kommen vorneweg. Wir geben unser Bestes. Okay, pass auf. Kopfnuss. Jetzt haben wir das Problem, jetzt werden uns zwei angreifen. Einmal er hier. Und einmal er. Selbst wenn man es abblockt, vielleicht noch schwierig. Okay. Siehste? Ja, genau. Also, was am Boden ist, dann nimmt er immer den ersten. Wenn die jetzt in der Luft sind, kann er auch der dahinter liegt, nehmen. Naja, okay. Das heißt... Nehme ich? Dankeschön. Perfekt. Das war toll. Das Publikum feiert. Ah, Mist. Nicht abgeblockt. Okay, dann... Müssen wir den Sprung nehmen? Oh, können wir jetzt endlich mal zu dem Drachen kommen? Oh, ich hasse es gerade, ne? Ohne Witz, dass man hier durchkommt. Das ist echt nervig. Ja, weil ich rausgelaufen bin. Ich weiß, ich weiß. Versucht mir immer wieder schön zu reden. Das war ja auch im Endeffekt nicht schlecht, aber... Trotzdem. Einfach wegen trotzdem. Wenn sie nicht gestorben ist, versucht sie immer noch in den Turm zu kommen. Weißt du, vorneweg jetzt so ein Level-Up wäre noch schön gewesen. Aber nö, natürlich nicht. Feuerblume halten. Habe ich noch Platz für Items? Okay. So, Ladies and Gentlemen, wir werden jetzt für 6 Öcken nochmal alles auffüllen. Warum sind die Preise eigentlich so unterschiedlich? Das habe ich auch noch nie verstanden. Okay, dann speichern wir jetzt. Perfekt. Wichtig und richtig. Am besten gleich doppelt, weil doppelt besser hält. Zwar nichts ändert, aber doppelt besser ist und immer besser ist. So. Was wollt ihr hier? Nochmal guten Tag sagen. Wir hatten schon mal die Ehre. Pass auf, und deswegen werde ich es überspringen. Wer es noch nicht gesehen hat, klickt euch in die entsprechende Folge. So. Schon genug Zeit vergeudet, um hier hochzukommen. Also, wir wenden gleich mal den Schlaffikator an. Es sah nicht so aus, als hätte es funktioniert, oder? Hör mal die Multikopfnuss. Cool, okay, das hat jetzt auch was gebracht. 4 ist aber auch echt schon scheiße, ne? Dann werden wir den Powerhauer ansetzen. Das war gut.
dann wird Gumbrida jetzt nochmal ein Item einsetzen. Ich mach mal den jetzt hier. Den fand ich ganz cool. Ich glaube, der war gut. Der war gut, der war gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Weil wenn wir nämlich zusätzlich elektrisch geladen sind... Feuer! War nämlich, glaube ich, auch ganz gut. Mach mal den Multisprung. Der hat überhaupt nichts gebracht. Okay. Eis. Machen einfach alle Elemente durch. Oh oh. Überlegung wäre, dass wir gleich mit Gumbrina nochmal Sterndings machen. Ach so, können wir ja nicht. Das muss er machen. Das muss er machen. Dann gehe ich auf Verteidigung. Oh, oh, oh. Jetzt werden wir ordentlich noch was einstecken. Jetzt! Pass auf! Zauber reduziert Schaden um 3. Mega. Ah, komm mal du her, dein Snack hier. Gut, aber der Snack wird jetzt Sternenfit einsetzen. Sorry, aber das brauche ich jetzt. Und bitte jetzt nicht diesen grünen Pilz, ne? Kein grüner Pilz. Ich will keinen grünen Pilz sehen. Genau an den grünen Pilzen vorbei. Geil. 6-6 das Maximale. Könnte sein, oder? Könnte sein, könnte sein. Gut. 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 Einer muss überleben. Noch härter machen. Noch härter machen. Dass er der härteste der Welt ist. Es dürfte gar nicht mehr so viel fehlen, aber wir müssen aufpassen, dass Gumbrina hier sich nicht erledigt. Zumindest bei der ersten Welle. Ah, verdammt. Wie sehr kann man es verkacken einfach. Ich nehme mal jetzt erstmal für Mario. Und den nächsten sollten wir für sie einsetzen. Die Pilze sind halt auch einfach nicht effektiv. Geblockt. So. Mom, was soll das? Warte, halt. Ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarmen. Also gut. Du hast gewonnen. Du sollst 10.000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Ich werde jetzt mal gehen auf... Vergiss es. Geld habe ich ja eh nicht bekommen. Du willst wohl also keine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Diesen Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir das? Her mit dem Orden. Ich wusste es, den Orden. Sei dein. Tritt ein wenig vor. Ah, safe musst du wahrscheinlich auf immer wieder auf Vergiss es gehen. Du bist auf meine Liste reingefallen. So was für ein Feige. Zweimal auf die Liste reingefallen. Ihr Narren, Hinterliste regiert die Welt und ihr seid selbst schuld. Allerdings, ich fühle mich noch ein wenig schwach. Jetzt hilft wohl nur noch... Jetzt frisst sie das ganze Publikum auf. Das ist so grausam. Der hat einfach Tots gegessen. Wie schrecklich. Jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Unerhört, lass sie uns fertig machen, Mario. Ja, genau so sehe ich das auch. Well, but... uns geht's a little bit scheiße.
Wir haben auch kein Publikum mehr, was uns auffrischen kann, ne? Also, heißt übersetzt. Wir werden jetzt Items einsetzen. Problem ist halt nur, wir haben bald keine Pilze mehr zur Verfügung. Blocken! Ist trotzdem 4 Schaden, trotz Block. Frog. Einen. Boah. Also, wir könnten jetzt den Honigsirup nochmal einsetzen. Oder Feuerblume, pass auf. Eigentlich brauchen wir wirklich alles, was viel Schaden macht jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob wir den kennen werden. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben halt auch nichts mehr, was uns hier jetzt Leben wieder einhauchen könnte. Ich probiere es nochmal mit dem Sprung. Ne, Springen ist komplette Zeitverschwendung. Wir brauchen halt mehr Pilze, ne? Ich habe ja gebaut, dass wir immer wieder ein bisschen auffrischen können zwischendurch. Aber wenn hier alles auffrisst, boah, ist das echt schwierig, ne? Es ist richtig schwierig. Aber das war jetzt nicht der letzte, oder? Aber ich... Schimpf und Schmach! Ist sie erledigt? Ui, das gibt Level Up. Geil, wir haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt müssen wir diese Ordenspunkte, die OP, aufleveln. Unbedingt. Ja. Geschafft. So. Nichts mehr mit Frühstück. Mario, geschafft! Jetzt müssen wir nur noch das Sternjuwel finden. Sie leidet. Sie wirkt das hoch. Vielleicht ist sie jetzt wieder lieb. Puh, endlich wieder in der Luft. aber... Sein Vater. Sie hatte seinen Vater verschluckt. Hä? Vater? Oho, das ist doch mein kleiner Kubio. Kam mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meiner Jagd nach Logard bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logard hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihrem Wanst verbracht, im Schutz meines Panzers. Oh, der schwer verdaulich ist. Oh, wie gut. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Ja. Also wirklich, was haben wir für uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber... Hauptsache ich lebe. Und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kupio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesem? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logard zu töten und das Dorf zu befreien. Was denn sonst? Und dann ist da noch Mario. Er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen hier? Klein. Weißt du, brillant von weiß ich was für Größe. Klein. Was ist denn das? Das habe ich in Logans Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir. Und das habt ihr also gesucht? Das passt ja wunderbar. Ja, für dich. Du musst dich nicht genieren. Du warst Kupios Freund, also nimm schon. Oh yeah.
Die eine Sternenergie beträgt jetzt 2. Mario lernt die Sternattacke Maxi-Beben. Endlich kommt ein bisschen Abwechslung in die Bude rein. Mega. Das war Kapitel 1. Nach dem Sieg über Logart fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logart kehrt der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kupio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Oh, hier ist ein schöner Übergang. Den möchte ich bitte haben. Toll! Ui, was ist das? Fernseher? Überwachungskamera, aber von wo? General, wir haben Prinzessin Peach. Herr General? Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. The Brain oder was? Was ist das denn? Prinzessin Peach. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen. Wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt. Das ist besser für dich. Wir Kruzionen sind nicht gerade geduldig. Hä? Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Logarts Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter den Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logart besiegt? Jawohl, wir haben ja einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauer Latzhose. Mario! Mario? Ups. So. Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wache, bring die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Aber passt auf, fass das Schätzchen nicht zu grob an. Zu Befehl. Weil ich das tun will oder was? Irgendwie fehlte da noch was. The Brain, einfach The Brain. Also, Kruzidus. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden. Zu Befehl, Herr General. Ich frage mich, ob Kruzidus allein der Sache gewachsen ist. Hey, Luna! Sie haben gerufen, mein General. Machen die das als Zeichen? Was? Bring mir das Schattentrio! Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie sofort! Zu Befehl. Hix. Du suchst uns? Hier sind wir schon. Oh. Und? Hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilde. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt. Brunhilde. Konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben? Es war vollkommen unmöglich. Da waren zu viele Leute. Außerdem kann auch ihr Begleiter, dieser komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und dir die Karte bringen? Hm? Ich bitte darum. Für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilde. Ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden dir bald Erfreuliches berichten.
Also gehen wir. Roberta, Barbara. Das sind die Namen von Dämonen. Das sind die Namen. Es ist die furchtbare Barbara und die fürchterliche Roberta. An die Arbeit. Ja. Was soll ich dazu sagen? Einmal, was soll ich dazu sagen? Oh. Oh nein. Schon wieder gefangen. Mario und Todsworth werden sich sicher sorgen. Aber bin ich nur hier? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Ah! Eigentlich ist unsere Folgenzeit vorbei, das wisst ihr, ne?